Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic und willkommen zur Enjoy Magic Review. Ja, heute haben wir von Tesma für unsere Patreons die Switchbox von Michael Chatelain oder Chatelain, wie der Tommy uns mal gemeint hat, dass man ihn ausspricht, weil er Franzose ist. Und ja, Tommy, er sagt tatsächlich wieder Push, it's really simple, just push. Ja, ist halt wieder das. Was könnt ihr damit machen? Es ist eine Switchbox. Wer hätte es gedacht? Ihr habt halt beispielsweise eine Karte, eine Mystery Card, wo die zusammengefaltet ist und ein Zuschauer sucht sich frei eine Karte aus und er schreibt sie. Und am Ende geht ihr an die Box ran, nehmt die Karte weg, ziemlich clean. Ist da nichts mehr drauf, offensichtlich, weil ihr habt ihr die Karte weggenommen, geht sie raus. Und die Karte, die ganze Zeit da lag, ist die unterschriebene Karte. Mhm. Als Beispiel. Ihr könnt natürlich das auch mit Billets machen oder also quasi als Vorhersage von irgendwas Geschriebenem oder ihr verwandelt Geld in Geldscheine. Das ist alles im Trailer, aber irgendwie nicht auf dem Download-Link, der dabei ist. Das Gimmick gibt es in Rot und in Blau. Ihr müsst auch noch ein bisschen was machen. Nicht drastisch viel, das Gimmick kommt eigentlich so im Ganzen schon zu euch. Ihr müsst halt noch ein bisschen was arbeiten. Hängt halt damit zusammen, was ihr switchen wollt, ob ihr Karten switchen wollt oder halt eben was anderes. Ja, es ist halt von Michael Chatelain und es ist halt in dem Fall gut gebastelt. Er ist halt einfach Bastelkönig. Seine Firma heißt ja sogar Gimmick Magic, glaube ich, oder so. Und es ist gut gebastelt und da ist es auch top, aber es fehlt halt wieder, wie immer bei jedem seiner letzten Produkte auch, so komplett die Routine oder irgendwas dazu. Ich meine, na gut, aber das ist halt eben einfach bei ihm halt das eben... Das muss man wissen. Ja. Das ist jetzt, kann man jetzt werten, wie man will, aber man muss es wissen, dass hier einfach nur, ja, ein Stück Technik mit dabei ist, mehr oder weniger, wo man sich den Einsatz der Technik selber erarbeiten oder muss. Das ist einfach eine wichtige Anekdote gleich mal vorneweg. Ihr könnt hier drin kein Kartendeck haben, zumindest, ja nee, eigentlich könnt ihr da drin kein Kartendeck haben. Was mir jetzt daran wieder gefällt, ich versuche mal jetzt das positiv zu sagen, wir hatten schon die Diskussion in der Facebook-Gruppe, dass einfach, ich finde es eigentlich mittlerweile unnatürlich, dass man zum Beispiel so eine durchsichtige Kartenbox halt eben hat. Und da ist eine Karte drin, weil irgendwie sieht die aus wie ein Prop. Ja? Hier habt ihr jetzt einfach, um es ein bisschen höher, und ihr könnt jetzt ja zum Beispiel auf ein Weinglas stellen und dann das da drauf haben. Das wäre kein Problem. Wobei, vielleicht ein bisschen wegen der Technik, wie es wegkommt. Aber das weiß ich nicht, das haben wir jetzt nicht probiert. Aber ein Kartendeck ist natürlich für einen Zauberer jetzt nichts Unnatürliches auf dem Tisch zu haben. Ja, das stimmt. Deswegen... Weiß ich nicht, ob das vielleicht sogar dann, ja, das ist, ich bin mir sicher, dass es unverdächtiger wirkt, als zum Beispiel jetzt da diese klare, durchsichtige Box. Ja? Mhm. Also einfach sagt, okay, pass auf, ich lege schon mal hier meine Vorhersage hin und so weiter und die liegt die ganze Zeit hier. Wohingegen halt eben hier, ich habe hier eine klar durchsichtige Box. Weiß ich nicht, ob das vielleicht sogar... Ja, das ist wieder so ein Requisit. Es ist halt natürlicher, das muss man dazu fair sagen. Es funktioniert auch gut, so wie es halt eben, wie wenn er es gebastelt hat. Ja. Wir haben es uns da angeguckt. Da gibt es nichts zu sagen. Es funktioniert auch sehr schnell. Und je nachdem. Ich meine, wenn ihr eine Switchbox sucht und euch passt jetzt zum Beispiel die, wie hieß die von, wo wir reviewed haben, diese durchsichtige Box, du weißt, welche ich meine. Ja, nein. Ihr wisst bestimmt. Ja. Rede du mal, ich suche mal raus. Auf jeden Fall, genau. Es ist halt die Frage, wollt ihr mit der Box switchen? Weil es gibt, muss man auch dazu, sicherlich auch andere Methoden, was zu switchen. Ich meine, ich weiß, wir ziehen das immer wieder raus, aber man kann das auch, wenn man eine Karte switchen, mit Paperclip von Jay Zenki, was ich nach wie vor die natürlichste Variante für einen Switch finde. Die Frage ist, warum diese Box? Ist eine extra Box, die ich damit rumschleppen muss, die ich in Play irgendwie switchen muss, weil ich kann nicht an den Tisch gehen, meine Karten da drin haben. Ich muss irgendwann einen Box-Switch quasi machen, damit ich meine Gimmick-Box auf den Tisch. Die Frage ist, warum tue ich mir das alles an, wenn ich die Karte auch irgendwie im Offbeat oder mit Paperclip oder mit einer praktikablere Methode switchen kann, also zu den Live-Bereich. Es sieht für Videos cool aus, er hat auch mit Geldschein auch sowas, oder? Richtig. Weil wenn man jetzt ein Instagram... Ja gut, jetzt mit dem Geldscheinwechsel finde ich das jetzt ein bisschen blöd. Ja, da muss ich ganz ehrlich aber, sagen. Oder auch mit einem Kartenfarbwechsel für ein Video, da ist es natürlich ein bisschen visueller, aber... Ich meine, es hat, wie gesagt, der Visionbox war das, was ich meine von Jan. Visionbox, Visionbox. Ich stelle mir das tatsächlich halt eben für so Restaurant-Worker ziemlich gut vor, dass ihr die Box halt eben nehmt mit der Karte oben drauf. Ich meine, das ist genau das, was du ja aber, immer so suchst. Ja, nein, aber Restaurant-Worker ist es unpraktisch, weil ich meine Karte, ich muss eine extra Box mit mir rumschleppen, die in der Tasche verknödelt. Ja gut, oder du hast halt eben diese Switchbox. Ja, eine Switchbox musst du ja auch extra mit rumtragen.
Ja, ich meine ja, nur so, okay, für die, die schon die Switchbox machen und was Natürlicheres wollen. Ja, natürlich, ich bin auch mehr der Fan von Paperclip, also da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Aber ich spiele jetzt mal jedes Teufels Advokat. Ja, das ist jetzt natürlich... Ja, gut, also rein als Switchbox-Vergleich, gut, sehe ich. Wobei mir da trotzdem Requisiten schreit, dann so eine Glasbox irgendwie ästhetischer und schöner finde. Für den Switch, irgendwie wirkt es klarer als auf so einer Kartenbox, weil warum liegt die Karte, ich finde es ein bisschen komisch, dass die Kartenecke, wenn man jetzt vom Live-Worker-Bereich redet, auf der Kartenbox liegt. Warum liegt die Karte nicht auf dem Tisch? Warum legt ihr die auf die Box ab? Sag ich dir, weil ich es höher haben möchte, deswegen nehme ich jetzt ein Weinglas und darauf stelle ich das hier, weil dann kann ich jetzt hier die Karte ablegen. Okay, ja, damit macht es Sinn. Als Beispiel jetzt, ne? Wenn man das jetzt mal so sieht, man könnte es natürlich auch umdrehen und so weiter. Okay. Das ist jetzt was anderes. Also ihr seht schon, man muss sich diese Gedanken, die wir uns hier gerade versuchen machen, den muss man weiterspinnen, weil ihr bekommt bei dem Produkt rein, die Technik, die ist gut gebastelt und ja, ich glaube, kommen wir zur Bewertung, ich fange mal an. Ich gebe dem Ganzen 6 Punkte, weil rein als technisches Produkt ist es gut, wenn man es als das auch behandelt, aber es ist nicht das große Gedankenarbeit für Worker oder sonst wen mit dabei, das muss man selber machen. Ich hätte jetzt auch tatsächlich 6 Punkte gesagt, es funktioniert, ihr könnt damit arbeiten, wenn es das ist, was ihr wollt, also es ist jetzt nicht enttäuschend, das ist halt eben, ja wieder Michael Chatterlane, natürlich ist was gegimmickt, wer hätte es gedacht, aber das ist bei den vielen Fischen, also so Switchboxen natürlich so. Und das war's schon mit Switchbox. Als nächstes Produkt, das können wir euch wieder zeigen, das ist jetzt nicht so das Problem. Andi, wir probieren ein bisschen die Realität zu verdrehen, ja? Zum Beispiel, interessanter, ich habe hier meinen kleinen Spiegel dabei. Hältst du mir den Spiegel vor? Ja. Übrigens, weißt du, warum ein Spiegel links und rechts vertauscht, aber nicht oben und unten? Ja? Ich wusste mal, ich weiß aber nicht mehr. Tja, weil ein Spiegel nicht rechts und links vertauscht, sondern vorne und hinten. Deswegen, er verdreht dich nämlich um 180 Grad. Deswegen ist es rechts und links. Nur mal so als Story, man könnte alle einbauen, ist nicht drauf. Aber wir versuchen ein bisschen die Realität zu verändern. Und nein, jetzt kommt nicht Twilight Angels. Andi, gib mir nochmal irgendwann einen Stopp, wann immer du möchtest. Stopp. Perfekt. Hast du irgendeine Ahnung, bei welcher Karte du schon Stopp gesagt hast? Nein, aber Kreuzkönig? Nein, pass auf. Es ist, ich kann dir sagen, es ist der Herzkönig. Fast. Und ich gehe mal ein bisschen hin. Und ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Ich versuche es mal extra nur für die Kamera zu performen. Also Andi, du bist mal außen vor, ja? Okay, ich glaube, ja, so kann man es machen. Und wenn ich... Kann ich so hin? Und... Wow! Schiebe ich den König hier runter. Und du kannst es dir angucken. Ich kann mir die Kamera zeigen, wenn du magst. Voilà. Und das ist einer der Effekte, die ihr mit... Mirroring, schweres Wort, machen können von Secrets of Magic. Secrets of Magic, es klingt krass, ist krass. Ja. Ja, es ist, was ist es? Eine DVD, und dabei sind ein Spiegel. Was eine gewisse Art, ein kleines Switching-Device ist gleichzeitig. So ungefähr, ich fand es ganz clever, wo es dann gezeigt, also wo ich es dann gesehen habe. Er ist ein bisschen eingelegt, er braucht nicht viel Platz, er kann eigentlich auf jede Kartenbox, soweit ich das jetzt gesehen habe, eigentlich mit drauf, also nimmt kaum Platz weg. GF-Karten in Rot. Genau, die sind dabei, das könnt ihr euch nicht aussuchen. Es gibt noch diesen Effekt, wo ihr die Pips verschiebt, also bei der Herz 4. Was mit Sicherheit auf vielen, der mal so ein Gav-Deck hatte, dabei war. Und da hattet ihr, also ich hatte zum Beispiel das, und da hattet immer das Problem, dass wenn ich es verschoben habe, haben manche Zuschauer das gar nicht gesehen, wobei hier verschieben sich halt eben 2 gleichzeitig und dann nochmal 2. Das stelle ich mir tatsächlich dann besser vor. Das ist einer der interessantesten Ansätze von so Pips verschieben, wo ich auch glaube, dass es gut funktioniert. Und dann habt ihr noch die hier. Das ist, wo er dann, der Zuschauer sucht eine Karte aus, das ist die Karo Ass. Und dann auf einmal macht ihr aus einer Herz 3 halt eben dieses hier, also in der Mitte ist dann das Karo und dann teilt das in die Pik Ass und die Karo, in die Herz 2, der König eben, und ihr kriegt noch einen Double Bagger entsprechend, der ist aber dann für einen anderen Effekt, wo eine Ecke sich quasi die Farbe verändert. Auch ganz interessante Ansätze tatsächlich. Es sind 8 Routinen drauf. Das ist schon eine Menge Holz, ne? Ja, wobei die letzte ist eigentlich echt so ein bisschen hingeschissen. Wenn ich ehrlich bin, also das ist dann irgendwas mit, er hat die Hand hier, er legt den Spiegel drauf und dann malt er sich hier einen Punkt hin und auf einmal ist der Punkt natürlich dann auch im Spiegel, in dem Moment, wo er weggeht, hat er den Punkt auch hier. Also, ich glaube, da haben sie echt gesagt, nein, wir brauchen 8 Routinen. Und er, ich mal mir einfach hier einen Punkt hin. Keine Ahnung, also die anderen sind wirklich gut durchdacht, aber das ist trotzdem eine große Dichte an Routinen. Eben. Es kommt aus der Ecke Visual Magic, auf jeden Fall. Es ist jetzt, es sind GF-Karten, ganz klar. Genau. Und die nutzen sich natürlich dann auch ab. Das ist vielleicht so ein
Es gibt, glaube ich, auch keine Refills. Nee. Haben wir zumindest auch nirgends gesehen. Also wenn ihr den König dauernd macht und der geht irgendwann wellig oder was auch oder dreckig. Dann was mir jetzt aufgefallen ist, ihr müsst auch aufpassen beim Rüberschieben, weil ihr gerne mal dann mit dem Spiegel aufdrückt und er ist dann doch ein bisschen hartkantig, sage ich jetzt mal. Also da könntet ihr die Karten vielleicht ein bisschen kaputt machen. Ja, genau. Ja, gibt auch noch, wie gesagt, eine ganz interessante Idee, auch beispielsweise mit einer abgerissenen Ecke, die dann quasi sich durch den Spiegel wieder restauriert. Das Handling ist ganz interessant. Es ist nicht englischsprachig, es ist japanisch oder koreanisch, aber mit englischem Untertitel. Mhm. Das sollte man noch dazu sagen. Es ist ein interessanter Ansatz und ich könnte es mir auch vorstellen, dass es sehr gut vor Twilight Angels funktioniert. Dass ihr beispielsweise die Karte verändert, zum Beispiel jetzt den König, und lasst diese liegen und so, pass auf, aber der König ist mir zu wichtig, das ist eine spezielle Karte für mich. Lass uns doch noch was anderes probieren oder ihr wechselt sie zurück und dann macht ihr Twilight Angels, die Karte, wo ihr dann rausgeben könnt. Das stelle ich mir zum Beispiel gut vor. Weil da habt ihr schon dieses Item halt eben, diesen Spiegel schon da. Mhm. Also wir probieren noch was anderes, weil das ist eine interessante Story mit den Engeln, die ewig aufeinander zufahren, aber das nicht können und so weiter. Ich meine, und dieser Spiegel ist tatsächlich, also ist handlich. Ja? Sonst benutzt man, glaube ich, normalerweise eigentlich immer dieses Sippo-Feuerzeug, das Blanco, damit man das macht. Oder das. Hier habt ihr auf jeden Fall einen schönen großen Spiegel. Das sollte man auch noch dazu sagen. Ja. Genau, ist alles mit dabei. Ich kann es mir auch gut vorstellen für so Instagram-Magic. Wir werden das auch noch ausprobieren. Ihr seht auf unserem Instagram-Profil dann noch, wie wir damit rumgespielt haben. Kleine Schleichwerbung in der Videobeschreibung. Genau, weil dafür ist es schön, das sind visuelle Sachen. Mhm. Und aber auch sowohl aus für Worker. Also da kann man, wenn euch der Style gefällt, es ist wie immer, ist immer das Gleiche, was wir hier erzählen. Wenn euch der Style gefällt, werdet ihr garantiert nicht enttäuscht von dem Produkt. Ich gebe dem für das, was geliefert wird, jetzt mal 7 Punkte. Ich finde es interessant, ich würde gerne mehr damit rumspielen, aber jetzt nicht sowas, was mich jetzt mega vom Hocker haut. Ich haut jetzt auch nicht vom Hocker, aber es ist ganz nett, deswegen 5 Punkte von mir. Genau. Und ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja. Das war Mirroring. Und das war's dann auch schon wieder mit der Enjoy Magic River für diese Woche. Heute mal ein bisschen mehr Props, wie zum Beispiel die Switchbox mal eingestellt hat oder Mirroring. Und heute auch Props für die Props. Ne? Props für die Props, ja, stimmt halt echt. Ist mal echt was Interessantes, ja. Genau. Und auch ein ganz anderes. Ich kenne gar nicht so viele, zum Beispiel Spiegel. Ich finde Spiegel auch sau cool. Also das hat irgendwie Spiegel hat was Magisches. Ist mal was Interessantes. Man kann mit sicher da auch eine Story einbauen. Aber da denkt ihr auf jeden Fall dran, ja, wir sind Profis, denn jemand hat vergessen, sein Handy auszuschalten. Aber egal. Oh, ja. Aber nee, könnt ihr mal schreiben, was euch da am besten gefällt. Von unseren Patreons. Möglicherweise. Ich guck mal nach. Ja. Nein, das ist was von dir. Wie immer, danke für auch die Unterstützung. Ich hoffe, wir versuchen uns mehr darauf zu achten, eure Fragen zu beantworten. Ich denke, es kam alles so raus. Genau, alle Infos zum Patreon-Projekt, wie immer, in einem Video. Und in diesem Sinne, bleibt magisch.